So, und damit ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Episode Bloons Tower Defense Battles. Und wie ihr das unschwer erkennen könnt, ist Matthias auch mit dabei heute. Ja, und der Bronco ist dabei. Genau, Veteran Bronco, ich sag's nochmal dazu, 83 ist nicht mein Geburtsjahr. Mein Geburtsjahr ist 38, Entschuldigung. Also, was wählen wir denn mit dem Thema aus? Sag einfach mal Stopp dann. Oh hier, lass uns die nehmen, die gute alte Golfstrecke von damals. Ja, okay. So, jetzt mach ich da mal das. Und jetzt geht es quasi darum, dass du drei Türme auswählst, die du dafür haben möchtest. So. Du müsstest ja eigentlich schon viel mehr freigeschaltet haben als ich bei dir. Du konntest ja deinen alten Account laden. Ja. Was nehmen wir denn mal als extra? Oh, der ist gut als extra. So, ich bin fertig. Dann mach ich mal ready. Warte, ich mach mal ein bisschen lauter, aber im Endeffekt, man hört im Endeffekt ja eh nur dieses Geplopper von den Ballons. Also von daher, warte mal, ich bin auf der linken Seite. So. Dahin. Was ich jetzt natürlich machen werde, ich werde jetzt erstmal ganz viele von den Schiffen bauen. Oh, er hat die Kanone gesetzt. Und ein Schiff. Wie viele Schiffe möchten Sie? Ja. Also, jeder hat, falls, ich weiß nicht genau, ob du das jetzt noch kennst, ich habe eben schon mal ein paar Runden wieder gespielt. Also, jeder von uns hat 150 Leben. Du hast gerade einen Blumenboost gemacht bei mir. Du Sackbauer. Hey, ich denke, vielleicht einfach mal testen. Also, gut, das sind ja diese Special-Dinger, die du da oben mit der Energie kaufen kannst, quasi. Ja, ist halt schon so ein bisschen Pay to Win, denn wenn du die Energie nicht hast, kannst du dir die Sachen ja auch nicht kaufen. Na gut, klar, dann musst du dir diese dumme Werbung angucken, zum Beispiel. Aber okay, so, was nehmen wir denn mal? Den stellen wir mal jetzt auf Stärkste. Und dann gucken wir mal. Dann fangen wir mal an hier ein bisschen, komm. Schicken bei dem Jungen mal ein bisschen was rüber hier, damit er nicht so, damit es nicht so langweilig ist. Ja komm, kriegst du ein paar Rosa, dann kriegst du auch noch hier, komm. Zack, 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 zack. Jetzt hier. Im Endeffekt immer warten, bis der Mob verfügbar ist. wer zuerst den Mob kauft, der hat gewonnen, ne? Ja. Ja, wir werden mal sehen, Matthias, wir werden mal sehen. So, jetzt gucken wir mal. Oh, er schickt mir die Rosa an. Komm. Ich werde jetzt erstmal die Affenmagier mal ein bisschen ausrüsten. Ich habe gar keinen. Habe ich kein Special-Ding genommen eben? Hast du keinen ausgewählt? Du müsstest vier Stück haben. Ja, der hat doch. Ne, ich habe drei. Hat der nicht random eingenommen? Der hat so durchgeschafft. Ja, du musst da drauf drücken zum Bestätigen. Ach so, ich dachte, der stoppt dann einfach und nimmt den. Lulu. Ja, das ist jetzt blöd. Ja, aber ich glaube, mit den dreien, ja, die du hast, müsstest du auch eigentlich relativ weit kommen. Normal, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich jetzt... Normalmente, ja. Normalmente kommen relativ weit mit den Sachen. Ja, das ist so ein bisschen jetzt Bloons Tower Defense 2 Battle Training, ne? Das Trainingslager. Schon mal zum Reinkommen in die ganze Geschichte, damit ich... Also im Endeffekt, ich habe ja jetzt bestimmt so, ja, so 10, 12 Runden habe ich gespielt. Da kommt man relativ schnell wieder rein in die ganze Geschichte. So, was haben wir denn jetzt? Runde 7. Ich will jetzt hier einfach noch warten, bis ich hier wieder den Kettenblitz kaufen kann. Komm. Gib mir Geld. Jetzt muss ich noch warten. 4, 3, 2, 1. Jetzt gibt's Geld. Zack. So. Was? Matthias möchte Ballons haben? Na gut. Was? Du möchtest Ballons haben? Na gut, wenn du darum bittest, dann kriegst du jetzt erstmal ein paar. Dann kriegt der Junge jetzt mal ein paar Ballons. So, mehr davon. Ich habe schon 283 Dollar, die ich dann alle paar Sekunden bekomme. Oh, Matthias, da ist dir aber was durchgeflutscht. Na. Oh, jetzt will er sich revanchieren. Jetzt will er sich revanchieren, der Kleine. Na gut, dann muss ich jetzt echt mal das Boot upgraden. Oh, Matthias, da ist wieder einer durchgeflutscht. Da flutschen sie durch, mein Freund. Da flutschen sie durch. Nein! Ja. Nein! Oh Gott. Ich muss gleich mal unbedingt meine Geheimwaffe zünden hier. Na, du Sack, ey, schick dein mir die aus Blei. Ich glaube, es hackt. Ja, da können natürlich meine Boote jetzt gerade noch. Ja, die kommen aber viel langsamer, das ist das Problem. Ja, und ich habe halt den Kettenblitz, dadurch kriege ich die ganz gut kaputt. Aber wir sind ja sowieso erst Runde 13. Mal gucken, was ich dir gleich noch schicke. Mal gucken. Aber erstmal jetzt gleich für 500 auf jeden Fall diese brennenden Spikes da kaufen, diese glühenden Spikes, damit ich diese aus Metall kaputt kriege da oben. So, und extra für dich der Klebstoffschütze, Matthias. Extra für dich der Klebstoffschütze. Der ist natürlich auch stark. Oh, da schickt er mir wieder welche. Ja, da will er mir wieder was. Aber noch kein Problem. Nee, noch geht das doch alles. Wir gucken mal, was habe ich hier noch? Zack, zack, kann ich deine upgraden? Runde 15.
Warte, jetzt. Eins, zwei und jetzt. Ja, da kommt ein Geschenk für dich, mein Freund. Oh, die hast du aber gut kaputt gekriegt. Ja, dafür habe ich ja den Sniper. Die hat er aber gut kaputt gekriegt. Was habe ich denn? $600? Jetzt muss ich mal überall jetzt. Ich glaube, jetzt werde ich erstmal hier die ganzen Boote aufrüsten. Sparst du jetzt schon? Sparst du jetzt schon auf. Worauf? Ja, auf den Mob. Ich weiß nicht, wann er kommt. Ich glaube, ich habe ihn. Warte mal, wenn ich da jetzt noch einen hinpflanze und noch einen. So. Wenn ich die jetzt alle drei upgrade da oben. Die Fabriken, dann müsste es eigentlich gehen. Dann müsste ich den Mob. Dann müsste ich den Mob eigentlich ganz gut kriegen. Dass ich den damit quasi so anschlage, damit die Boote und der Rest und die Affen, die Zauberaffen da den Rest machen. Das ist nur eine Theorie. Ich könnte ihn schon kaufen. Nö, Matthias. Das mache ich noch nicht. Du kannst ihn ja kaufen für mich, wenn du willst. Ach. Ich werde jetzt erstmal da oben die Sachen ausrüsten. So, Runde 19. Ja, das ist schon nicht schlecht da oben mit den ganzen Spikes. Aber ja. Frage ist, was man da hinschicken muss, dass das da durch. Bei dir, du kriegst am Anfang die nicht gescheit kaputt, die aus Blei. Oh, warte mal. Da muss noch ein Affenmagier hin. Ich brauche nämlich noch ein bisschen was, die Leute, die Camouflage erkennen können. Komm. Was habe ich denn jetzt hier? Da habe ich noch 800, die ich ausgeben kann. Okay, jetzt hier auf jeden Fall die brennenden Spikes. 500 kommen. Zack. Und gleich nochmal 800. Wir schicken ihm nochmal ein paar, komm. Hui! Oh, Matthias, 100. Das war's. Nee. Oder doch? Oh. Da hat's ihn zerrissen. Wir können doch mal ein Rematch machen, dann kannst du auch mal ein Special-Ding einsetzen. Ja. Yeah, ich bin der blaue Affe, du bist die rote Affe. So, was, sag mal eine Strecke, die du haben willst. Nee, die ist blöd. Also mir im Endeffekt egal. Lass uns mal eine nehmen, die nicht so, wo es nicht so schnell geht. So eine oder so. Hast du ein Schiff? Ja, von mir aus. Du hast ein Schiff, ne? Ja. So, dann nehme ich wieder das, was ich gerade auch hatte. Das hat sich nämlich bewährt. Und als Special-Ding, das ist halt auch Glück, was du kriegst. Na, den kann ich nicht so gut gebrauchen, glaube ich. Nee, auch nicht so gut. Ja, super, jetzt habe ich keine Energie mehr. Jetzt muss ich das schon nehmen. Ich habe diesen Agenten. Ich weiß nicht, was der macht. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was der tut. So, ist jetzt. Ist mir egal. Wo geht's denn los hier? Ist im Endeffekt egal, weil ich das Boot sowieso relativ mittig setze jetzt. Sniper als erstes. Du bist aber mutig. Wie lange du brauchst? Guck mal. Ich bin schon seit 100 Jahren fertig damit. Dann schicken wir dir halt noch ein paar. Komm. Wenn du mit einem Sniper spielen willst, dann hier. Kriegst du ein paar Ballons noch extra. Schnell. Hinterher. Immer hinterher. Oh, jetzt hat er den Affenmagier gesetzt. So. Den setze ich jetzt auch mal. Hä, ich konnte ihn doch hier in die Ecke setzen. Da. So, zack. Oh, jetzt will er es aber wissen. Jetzt schickt er mir auch welche. Ja, man muss erstmal wieder da reinkommen in die ganze Geschichte. So, was machen wir denn mal? Den gehen auf die stärksten. Ja, Affensensoren hier hätte ich noch gar nicht kaufen müssen. Aber okay. So, jetzt werde ich noch sparen auf die 1200. Ja, hält sich noch ganz gut, der Kleine. Ich würde mich ja mal interessieren, was der Kollege jetzt hier so treibt. Ach, die Cobra ist das. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich bekomme 80 extra die Runde. Okay. Na gut, kann nicht schaden. Was hat der sonst noch drauf? Oh, ich kann Leben von dir stehlen. Echt? Das ist ja sehr gut.
Uncool. Ich hoffe, das geht. Ich habe dafür gerade relativ viel ausgegeben. Komm. Schick ihm welche. Immer weiter. Ah, 2 Leben hat sich das jetzt gekostet. 136, 135, 131. Oh. 129. Ja, Mario, muss man ein bisschen mehr Gas geben. 119. Ja. 114. Ja. Die Luft wird dünner, Matthias. Was kann der denn jetzt noch hier? Jeder fünfte neutrale Ballon und der Gegnerseite ist... Ja, komm. Vielleicht bringt's ja was. Ah, da kommen jetzt nämlich so Spezialdinger zwischendurch mal. Weil ich die Cobra eingesetzt habe. Na, Matthias. Nix gut. So, jetzt kriegt der da unten auch erstmal was. Ah, du hast ja noch 110 Leben. Alles gut. Aber jetzt kommen... Ja, ich habe normalerweise alles abgedeckt. Eigentlich was zumindest... Jetzt kommen die Zebras. Jetzt kommt nochmal ein Regenbogen. Dürfte aber ja eigentlich nicht viel machen. Jetzt kommt nochmal ein Regenbogenballon. Ah, werden sehen. Oh, 104, 100, 92, jetzt geht's aber. Noch ein paar durch. 62 Leben. Ja, jetzt wird die Luft dünner, ne? 13 Leben. Aber wo hakt das Ding gerade? Ernsthaft. Das war 11 Leben. Ich glaube, ich schicke dir erstmal nichts mehr, sonst ist gleich schon vorbei. 11 Leben hat er noch. Eieieiei. 9 Leben. Ja gut, ist klar, jetzt kriegst du immer 2 abgezogen, ne? Du musst dich jetzt beeilen. Weil du kriegst jetzt jede Runde 2 Leben abgezogen, von daher musst du dich jetzt beeilen. Ja gut, aber das ist ja dann auch, Ja, aber es sind nur 2 Leben. Ne, 2 Leben von 150 rein, theoretisch. Okay. Da wollte er nochmal einen Boost reinkloppen. Ja, stimmt, ich kriege ja 2 Leben dazu, aber bringt mir ja nichts. Ich habe ja eh maximale Leben. Du musst jetzt gleich mal was machen, sonst ist vorbei, ne? Ja. Also du musst mich jetzt ja gleich schon besiegen, sonst hast du ja keine Chance mehr. Ja, aber ich kann, was soll ich denn machen? Ja, mir was schicken, irgendwas. Ich schick doch die ganze Zeit, das dauert 100 Jahre. Die sind ja sofort kaputt. Nee, der, oh, der kommt gut durch. Oh mein Gott, das war knapp. Gar nichts genommen, ne? Der war aber knapp. Der war aber knapp. So, jetzt kommt nämlich da nochmal. Ne, warte mal, jetzt kommt hier in die Mitte einer. Oh Mann. Ein Leben noch. Ein Leben hat er noch. Das war's jetzt. Du musst jetzt was schicken. Du musst was schicken, sonst ist vorbei. Du musst mir jetzt schicken, was das Zeug hält. Ah, die Hotspikes. Ja, das dauert zu lange. Warum schickt er denn so langsam? Das verstehe ich gerade nicht. Ja, weiß ich nicht. Dauert halt seine Zeit. Ja, wenn ich einen alle 20 Sekunden schicke, der geht dann lange nicht durch. Ich weiß aber nicht, vielleicht bleibt er auch bei einem Leben jetzt einfach stehen, ne? Das wäre natürlich viel sinnvoller, wenn du jetzt einfach bei dem einen Leben stehen bleibst, bis du halt selber eins verlierst, ne? Das finde ich persönlich besser. Glaube ich nämlich auch. So. Cobra, Teil 2. Ja, du bleibst bei einem Leben. Ja. Oh. Haben wir noch einen Magier irgendwo, den wir setzen können? Ja, da können wir einen setzen. Der geht natürlich auf die Stärksten. Oh, er hat den Boost reingekloppt. Oh nein. Jetzt muss ich den auch mal gerade reinkloppen. Oh. Den Mob. Oh, ja, das war's. Alter, du hast es verteidigt. Was? Ja, aber jetzt nicht mehr. Alter! Wie hast du den denn noch gekriegt? Aber ganz knapp. Ich würde sagen, eins können wir nur. Oh, ja. Go. Schade, dass das bei den Siegen nicht der gut geschrieben wird. Das ist schade. So, mal gucken. Was nehmen wir denn mal? Ah, nee. So war's mal. Relativ. Ich sehe noch nichts. Ah ja, doch jetzt. Ist ja eigentlich relativ easy zu verfolgen. Ich nehme jetzt mal was anderes. Hm.
nehme den mal. Na, ich kann gar keinen nehmen. Ich habe keine Energie mehr. Oh. Na gut, jetzt habe ich keinen vierten Tower. Das wird dann lustig. Und ich habe den Spezialtypen hier genommen. Den, wie heißt der? Bumerang-Affen. Oh, von da kommen die. Okay. Da noch eine. Ja, ich habe den Bumerang-Affen, weil ich dachte, das würde jetzt hier was bringen. Aber das Problem ist ja auch, die Tower sind ja auch nicht alle gleich weit ausgerüstet, ne? Ja, aber ich habe auch ein bisschen Kacke gebaut, glaube ich, weil ich... Da kriegst du noch einen zweiten in das Ding rein? Ja. Hm, okay, ich bin nicht. Oder? Doch, hier, da. Den schon so weit, wie er es angezeigt hat, nach links gesetzt, in das U-Boot, aber er macht keinen zweiten daneben. Hm. Egal. Willst du ein paar Überraschungen haben? Wahrscheinlich nicht viel, noch nicht viel passieren. Ich schicke gerade, was das Zeug hält. Jetzt werde ich hier ein paar von den Magiern hinpflanzen. Die gehen auf die stärksten drauf. Die werde ich jetzt... Ah, okay, einen werde ich jetzt erstmal upgraden. Neue Ballons ihm erstmal geben. Matthias, damit er auch was zu tun hat. Ja. Ja, noch geht's. Noch kommt er gut zurecht. Ich will aber erstmal auf die 300 kommen. Komm, jetzt habe ich 300. So. Jetzt muss ich sparen auf den Kettenblitz. Ah, wir haben noch Zeit. 1200, komm. Jetzt haben wir es gleich. 1, 0. Zack, da ist er. Okay, den habe ich auch gekauft. Runde 8. Jetzt kriegt er mal ein paar teurere geschickt hier. Ja, kommen die diesmal aus dem gleichen? Ja. Und letztes Mal kamen die aus der anderen Richtung, ja, oder? Ja. Er hält sich ja noch ganz gut. Ja, das Problem ist jetzt ohne diesen vierten Turm. Was hast du denn noch? Du hast den Sniper, du hast das U-Boot. Achso, Sniper, U-Boot, Kanone und... kannst du den Raketenwerfer upgraden noch auf Morb? Mhm. Ja, das kann ich, könnte ich zum Beispiel nicht, selbst wenn ich ihn hätte. Weil ich den noch nicht so hoch hab. Ach so. Ach so. Ja, dann ist natürlich auch doof, dass ich die Kanone da unten hingemacht habe. Aber gut. Ich warte jetzt noch, bis ich wieder den zweiten Kettenblitz... Ne, warte mal, den habe ich jetzt Kettenblitz? Ne, hier fehlt noch. Komm. Das ist echt blöd, wenn du mit 3 Towers hier... Mit 3 Towers! Deswegen muss ich jetzt eben warten. Ich glaube, dann werde ich auf jeden Fall erst die Boote upgraden und dann kommen die ganzen... Dann kommen die ganzen mit dem Bumerang. Das Problem ist, gegen Morbs, das wird ja... Das wird übel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das gescheit verteidigen soll. Weil ich keinen der Türme so mega weit upgraden kann. Da muss ich mir gleich mal was überlegen. Aber erstmal jetzt die Boote. Damit die erstmal richtig viel abdecken auf der Map. Kriegt er erstmal noch ein bisschen was geschickt hier. So. Noch einen. Und dann gucken wir mal weiter. 500 Geld habe ich jetzt. 500 Geld? 500 Geld. Oh, du hast mir auch welche geschickt, ne? Mal kurz probiert, aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. So, komm, gib mir die Kohle. Gib mir die Kohle, ja. Das ist auch fertig. Das ist fertig. Ne, das ist noch nicht fertig. Da muss ich noch eben gucken, jetzt gleich. Runde 18. Ach, Mist, was mache ich denn jetzt?
Soll ich es echt riskieren? Ich weiß es nicht, überlege noch. Na ja, komm. Hä, der... Doch, der passt da rein. Wie mehr kriege ich davon nicht da rein, von diesen... Äffchen hier? Oh. So wenige. Das ist aber nicht cool. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Oh, 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 Matthias, da kommen Überraschungen für dich. Herzförmige Überraschungsloons kommen da. Noch geht es. Ah, komm. Brauchen wir Geld. Gucken, wie viele Runden wir noch schaffen. Multitarget. Also auf jeden Fall erstmal die Bumerangaffen hoch. Definitiv jetzt erstmal alle Bumerangaffen hoch. Und dann sehen wir mal weiter. Ich kann das bei dir einfach nicht einschätzen. Da sind so viele Ballons bei dir unterwegs. Kommt da vielleicht mal irgendwann einer durch? Sieht noch nicht so aus. Hält sie noch in Grenzen. Sparst du schon, oder was? Ich baue noch so ein bisschen an der Verteidigung. Blöd, dass ich die nicht setzen kann hier. Okay. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Nein, ich bin kaputt. Was? Was hast du gemacht? Ich habe das Geld für den scheiß Roten gespart. Ja, ja, aber ich habe dir dann... Ich habe dir so einen Blumenboost gegeben und dann... Was war dann? Ja, dann sind die durchgeflutscht. Ich habe aber nichts mehr in Verteidigung investiert. Ja, das ist natürlich ein Fehler. Na gut, würde ich sagen, sind wir am Ende von dieser Episode. Trainingslager, Bloons Tower Defense Battles. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sind wir fast schon bereit für Teil 2. Macht's gut. Bis denne. Ja. Tschüss.